Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Einen schönen guten Morgen. Zuerst möchte ich mich vorstellen. Samuel Ogudile. Ich bin Kaplan in Königswiesen. Euer Pfarrer Martin ist heute nicht da, sondern in Liebenau. Der Pfarrer in Liebenau ist auch heute nicht da. Deswegen ist er in Liebenau und ich hier heute. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch diese heilige Messe zu feiern. Im vierten Sonntag der Osterzeit ist es auch Weltgebetstag für geistliche Berufe. Vom Evangelium dieser Liturgie ist Jesus als der gute Hirte. Wir werden heute von ihm hören, wie er zu uns sagt, ich bin der gute Hirte. Brüder und Schwestern, damit wir die heiligen Geheimnisse in rechter Weise feiern können, wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern für mich zu beten bei Gott unser. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist dir Kirchen siegreich vorausgegangen als der gute Hirte. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte.
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf, erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sein Wort annehmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurde ihre Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Liebe Brüder, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht. Er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja. 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 Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Halleluja.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo ansteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine lieben Freunde, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, heute ist Weltgebetstag für geistliche Berufe. Es ist gut, wenn wir darum beten, dass Gott von uns Menschen finde, die bereit sind, in seinem Weinberg zu arbeiten. Ganz wichtig. Ganz besonders ist das Priestertum. Wir brauchen dringend Priester in Europa vor allem. Wie ich noch im Priesterseminar war, haben wir jeden Tag dafür gebetet, mehr Priester, mehr Arbeiter in diesem Weinberg Gottes. Beten wir, dass unsere Kinder sich wieder interessieren, Priester zu werden. Es passt zu diesem Evangelium heute. Jesus stellte sich vor als der Hirt. Nicht ein Hirt irgendwie, sondern ein guter Hirt. Er ist zugleich die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür zu den Schafen.
Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was sind die Aufgabe des Hirten? Die Schafe an die Weide führen. Wenn sie nicht hinaus können, bringt der Hirte ihnen Wasser, Futter und natürlich alles, was sie brauchen. Eine schöne Aufgabe. Ein guter Hirte macht das ganz gut und passt gut auf die Schafe. Die Schafe vertrauen auf ihn. Deswegen hören sie ihn gerne zu. Jesus merkt den Unterschied zwischen dem guten Hirten und dem Dieb. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Meine lieben Freunde, heute gibt es viele Diebe auf der Welt. Wo finden wir sie und wer sind sie? Ich glaube, alles, was uns von dem Glauben wegbringt, sind Diebe, egal ob Menschen oder andere Sachen. Unsere Gesellschaft ist auch betroffen. Hier spricht man von Wohlstand. Wohlstand ist schön, ist auch ein Geschenk Gottes. Aber könnte auch eine Gefahr sein. Aber nur wenn Wohlstand uns verführt. Was lesen wir vom Internet, von Büchern? Was hören wir von den anderen? Alles, was uns weg von dem Glauben bringt, denke ich, diese sind Diebe. Unser guter Herr sagt uns gute Worte heute. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Er gibt uns jeden Tag in der heiligen Messe seinen Leib und sein Blut. Und er will, dass es uns gut geht. Durch die Sakramente der Kirche begegnen wir dem lieben Gott und wir erfahren die Erlösungskraft Jesu. Schon wenn wir immer von diesem Psalmen beten, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts fehlen. Egal ob Zufriedenheit, was gut ist und alles Mögliche. Ihr weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Wasser brauchen wir jeden Tag. Wasser ist das Leben. Ihr erquickelt meine Seele. Ihr führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dann Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und dieses wunderschöne Gebet. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott.
Jesus Christus ist für die Menschen die Tür zu einem Leben in Fülle. Darum kommen wir mit unserem Anliegen zu ihm und bitten. Herr, schenke deiner Kirche immer wieder Frauen und Männer, die die Sehnsucht nach deinem Wort wachhalten, du Wort des Lebens. Dich erhöre uns. Lass Suchende in unseren Gemeinden Menschen entdecken, die ihnen Erfahrungsräume des Glaubens öffnen, du Tür des Glaubens. Wir bitten dich, erhöre uns. Mach unseren Gemeinden immer wieder neu Mut, deiner Botschaft vom Reich Gottes ein Gesicht zu geben, du Hoffnung der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke alle, die mit ihrem Engagement für andere in unserer Gesellschaft Zeugen deiner Liebe sein wollen, du Licht der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass gerade junge Menschen deinem Ruf zu deinem Dienst in der Kirche folgen und eröffne ihnen so ein erfülltes Leben, du Weg des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Entfache allen, die in deinem pastoralen Dienst tätig sind, immer neu die Freude am Aufbau deiner Kirche, du Herr deiner Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Herr, du erweist dich uns immer wieder als der gute Hirte, der sich um die Seinen sorgt. Dir sagen wir Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle
der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinen Geistern erhebe es die Herzen. Wir haben sie bei dir. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Seine Auferstehung reichen wir. Bis du kommst, Herr. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes.
und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Renate und Karl Griechbaumer, für verstorbene Theresia Hellein. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, und mit allem, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, kostet und seht, wie gut der Herr ist. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, du Herd deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und höre sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Heute ist um 11.30 Uhr die Taufe, Tobias Giritzer. Montag 7.15 Uhr Heilige Messe, Dienstag 7.15 Uhr Heilige Messe, 19 Uhr Maiandacht in der Kirche, Mittwoch 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung, 19 Uhr Heilige Messe, Donnerstag 7.15 Uhr Heilige Messe, 19 Uhr Maiandacht in der Kirche, Freitag 7.15 Uhr Schüler- und Seniorenmesse, 19.30 Uhr Maiandacht bei der Giritz-Lena-Kapelle, Samstag Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima, 7.15 Uhr Heilige Messe und um 10.30 Uhr Taufe Dominik Böck. Am Sonntag, 5. Sonntag nach der Osterzeit, Muttertag. Beide Gottesdienste werden am Muttertag von der katholischen Jugend mitgestaltet. Um 11.30 Uhr Taufe Niklas Riegler, um 19.30 Uhr Maiandach bei der Rodeneder-Kapelle. Bei der Caritas-Haussammlung wurden 1.033 Euro gegeben. Vergelt's Gott im Namen der Caritas. Heute sind alle eingeladen zur Teilnahme am Bittgang zum Wetterkreuz. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Gumberger. Am Dienstag ist der Vortrag, was Menschen heil werden lässt, Salutogenese. Das ist die Wissenschaft von der Entstehung und Erhaltung der Gesundheit. Gesundheit wird nicht als Zustand, sondern als Prozess verstanden. Der Medizinsoziologe Antonowski entwickelte ein theoretisches Modell über die Eigenschaften, die man braucht, gesund zu werden und es auch zu bleiben. Es gibt Fähigkeiten, die Menschen trotz Beeinträchtigungen ein heiles Leben führen lassen. Dienstag, 9. Mai um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Schönau. Referent ist der ehemalige Gemeindearzt in Salensbach und Biobauer Dr. Bernhard Lang. Ich darf euch im Namen des katholischen Bildungswerkes recht herzlich dazu einladen. Am Freitag, 15 bis Samstag, 15 Uhr ist wieder die Möglichkeit zur stillen Anbetung des ausgesetzten Allerheiligsten. In der ersten Stunde sind besonders die Kinder eingeladen. Herzliche Einladung zur Fatima-Wallfahrt in Kaltenberg. 100 Jahre Fatima am Samstag. Weiters ist auch die Möglichkeit zur Böstlingberg-Fatima-Wallfahrt am 13. Mai. Anmeldung bei Firma Wiesinger. Die Jugendtankstelle lädt am Samstag zur Jugendmesse um 19 Uhr in Hagstuck ein. Der neue Pfarrgemeinderat unserer Pfarre ist konstituiert. Als Obfrau wurde Frau Hildegard Schmalzer gewählt, als Stellvertreter Herr Thomas Katzenschläger. Eine Auflistung des neuen Pfarrgemeinderates ist im Aushang ersichtlich. Danke sehr fürs Kommen. Auch fürs Mitbeten. Vielen Dank und schönen Sonntag. Der Herr sei mit euch und mit deinem. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke.